Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch Ringbjorn und zwar aus dem Messbecher. Ich bin gerade dabei, neue Farben zu testen. Ich habe mir so Chamäleonfarben bestellt. Wir werden mal gucken, wie sie sich verhalten. Ich möchte heute verwenden die Farben Gelb, Orange, Lila, Pink und Blau. Und anders als beim letzten Mal möchte ich heute keinen Farbverlauf von hell nach dunkel oder von dunkel nach heller schaffen, sondern ich möchte die Farben ein bisschen mixen. Gut, ich würde sagen, ich bin startklar, wenn ihr seid. Legen wir direkt los. Ihr dürft nicht vergessen, die Farbe, die ihr als erstes in eurem Becher layert, wie ich jetzt mein Gelb, werdet ihr später in der Mitte sehen. Okay, ich möchte Gelb, ich möchte dieses schöne Pink. Anschließend möchte ich dieses wunderschöne Blau haben. So. Gefolgt von und diesem wundervollen Lila. Genau. Dementsprechend werden meine violetten Ringe jetzt dann am Bild ganz außen erscheinen. Jetzt schaue ich mal, wir haben heute eine kleine Leinwand. Dementsprechend brauchen wir nicht so viel Farbe. Ich arbeite heute auch ohne Base. Also, legen wir mal los. Ich schütte in die Mitte. Die Farben verhalten sich wirklich gut miteinander. Das freut mich schon mal sehr. So, sieht hier schon sehr farbenfroh aus. Jetzt bringe ich hier meine Becherchen ein bisschen in Sicherheit, weil das war es natürlich noch nicht. Als kleinen Tipp kann ich euch geben, versucht wirklich den innersten Kreis im Center zu halten. Außer ihr möchtet ihn natürlich außen haben, dann braucht ihr den Step vom Stretch natürlich nicht zu machen. So, wir haben ganz gut getroffen. Jetzt möchte ich ihm noch ein bisschen einen Spin geben, aber vorsichtig. Ich drehe wirklich ganz langsam. Ich möchte mir diese schönen Muster wirklich erhalten. Ich möchte auch nicht so viel von der Farbe verlieren. Selbstverständlich wollen wir auch, dass zum Schluss nicht nur noch Gelb übrig bleibt. So. Ja.
aber ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden. Also dieser Übergang von Lila in Blau, danach in Gelb, dementsprechend haben wir auch ein bisschen grüne Farbe dabei. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, ich finde es sehr schön. Und es sieht, ja, es sieht echt spannend aus. Also meine Lieben, dann komme ich auch schon zum Ende des heutigen Videos. Ich muss sagen, die Farben haben mich wirklich positiv überrascht. Ich werde sie noch ein bisschen austesten. Sobald ich sie für wirklich gut empfunden habe, bekommt ihr natürlich auch die Empfehlung von mir. Aber ich möchte wirklich dahinter stehen, wenn ich etwas ausprobiere. Und dementsprechend gibt mir noch ein paar Bilder Zeit. Ja, zum heutigen Bild muss ich sagen, es ist echt cool. Also es schimmert in allen Farben, in jeder Layer für sich. Es ist wirklich spannend. Mir gefällt es sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ich danke euch ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.